Fußball-Bundesliga, die 56. Gestern das Eröffnungsspiel, morgen der BVB, heute das Feiertagsmagazin. Alles zum Auftakt gegen Leipzig, jetzt direkt aus dem schönsten Stadion der Welt mit eurem Nobby. Ja, da sind wir wieder. Die Bundesliga beginnt. Wir alle freuen uns natürlich riesig darüber. Und wie es der Zufall will, gibt es heute das 100. Feiertagsmagazin. Ist das nicht toll? Und eine neue Saison bedeutet auch wieder viele, viele Neuerungen. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben einige neue Spieler. Wir heißen nicht mehr BVB Total, sondern wir sind jetzt BVB TV. Ja, und in der heutigen Sendung gibt es natürlich auch jede Menge Neuerungen. Ja, ein ganz besonderer Tag für uns alle. Und dafür brauche ich natürlich einen ganz besonderen Gast. Schluss mit Trübsal. Das Warten hat ein Ende. Nach 106 ewigen Tagen endlich wieder euer Feiertagsmagazin. Ach so, ich dachte, ihr hört auf mit dem Käse. Na, von wegen, wir fangen jetzt erst richtig an. Noch frischer, noch fröhlicher und noch frecher. Ist das nicht super? Ja! Und er ist unser Jubiläumsgast, Mario Götze. Nach starker Vorbereitung top motiviert, einzig und allein für ein Ziel, Nobby endlich im Zweikampf zu schlagen. Nein, das kann nicht sein! Du bist einfach wieder Blaulicht. Ja, ich hab den Wissig. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei und damit herzlich willkommen im Feiertagsmagazin, der weiße Bruder von BVB-Legende DD. Ja, sein weißer Bruder, so nennt dich immer DD. Ja, ja. Seit dem ersten Tag eigentlich. Ja. Aha. Ja. Ich freue mich natürlich sehr, dass du heute hier bist bei unserer Jubiläumssendung. Ich meine, wobei, wir können dann ja gar nicht mehr steigern. Das ist ja auch doof, ne? Das ist schwer. Ja. Müssen wir uns wieder einiges einfallen lassen. Aber das mit dem Siegen heute gegen mich, das bezweifle ich allerdings, sag dir jetzt schon. Ich bin auf jeden Fall motiviert, muss ich sagen. Weil ja, du beim siehst auch kampfeslustig aus. Letztes Mal ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, glaube ich. Hier geht immer alles mit rechten Dingen. Okay. Wir haben es gehört, du hast dich in der Vorbereitung mächtig ins Zeug gelegt und es war eine sehr anstrengende Vorbereitung. Ich war ja auch größtenteils dabei, ihr musstet richtig ackern. Wie gut hat sie dir getan? Sehr gut. Also es war generell zum ersten Mal für mich eben so, dass ich einen langen Urlaub hatte, dass wir da eine lange Vorbereitung hatten, dass wir sehr, sehr viel trainiert haben, auch unter dem neuen Trainer, dass wir in Amerika waren, in der Schweiz, in Bad Ragaz uns gut vorbereiten konnten, viele Spiele hatten. Von daher, es war eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Jetzt wird es auf jeden Fall wieder Zeit, dass es losgeht, dass wir wieder spielen können. Und ich glaube, wir freuen uns, glaube ich, gerade nach den 5-6 Wochen Vorbereitung jetzt einfach darauf, dass es wieder losgeht. Du hast sogar für den BVB deine Hochzeitsfeier verschoben. Ja. Das ist erstmal sehr traurig. Ne? Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das keine leichte Entscheidung war, oder? Nein, war es nicht. Aber im Endeffekt war es dann doch eben so, dass aufgrund eben des Urlaubs, aufgrund der Vorbereitung, dass ich mich einfach fokussieren wollte, dass ich mich vorbereiten wollte und dass dann auch meine Frau dafür Verständnis hatte. Und von daher ist alles gut gelaufen und wir freuen uns natürlich, die Hochzeitsfeier nachzuholen oder das einfach auf einen anderen Tag zu schieben und dann zu feiern. Und genau, hab den Fokus einfach darauf gelegt, Fußball zu spielen und mich gut vorzubereiten. Sehr schön. Jetzt musst du übrigens auch schon wieder direkt eine schwierige Entscheidung treffen. Es gibt eine neue Kategorie und die heißt Seitenwahl. Ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Du musst sie ganz schnell beantworten und ganz schnell begründen. Welcher Bruder wäre dein Partner beim Fußballtennis? Fabian oder Felix? Fabian. Weil? Ach so, ich muss ja begründen. Ich glaube, dadurch, dass wir auch viel in der Jugend zusammen gespielt haben, er 2 Jahre älter ist, er vielleicht mit seiner Erfahrung ein bisschen mir weiterhelfen kann. Ja. Nie wieder Espresso trinken oder nie wieder Game of Thrones schauen? Oh, das ist eine ganz schwierige Sache. Das haben wir uns gedacht. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, aber ich glaube, ich würde sagen, nie wieder Game of Thrones schauen. Kaffee wird mich, glaube ich, weiterhin begleiten. Aha. Und Game of Thrones ist ja mehr so ein... Hat einen zeitlichen Rahmen, ja. Gemeinsamer Konzertbesuch. Lieber Rap mit Pep oder Pop mit Glob?
Nee, ich würde dann... Nee, Rap ist eigentlich nicht so meins. Du, ehrlich nicht? Nee, ja, wenn ich in die Kabine komme, da höre ich immer... Ja, das ist nicht mein, das ist nicht mein Handy. Nee? Nee. Was würdest du spielen lassen? Soul. Soul? Soul, R&B, bisschen House, finde ich alles gut. Alles gut, ja. Aber ich glaube, ich würde dann, ja, Pop mit Klopp. Ja. Ich glaube, dazu, ja. Pop mit Klopp. Ja. Zumal da gibt es ein sehr schönes Bild, ist gar nicht so lange her. Da lacht ihr beide sehr herzlich. Ach ja, ja, es war in den USA, da habe ich, ja, es ist eine lange, längere Zeit, dass ich ihn nicht gesehen hatte. Ja. Und, das war, ja immer das kam drauf, alles deswegen. Einem sehr vertraut ja, vor, so will ja, ich es mal sagen. Ja, ne? Definitiv, ja. Es klang ja auch schon mehrfach an, neue Saison bringt immer wieder Neues mit sich. Mit Lucien Favre, einem neuen Trainer, Sebastian Kehl, neuer Leiter der Lizenzspielabteilung. Es wird viel von einem Umbruch gesprochen, von einem neuen Wir-Gefühl. Wie hat sich das aus deiner Sicht schon bemerkbar gemacht, dass gerade die beiden jetzt schon neu sind und mit neuen Konzepten drangehen? Ich glaube, generell war es in vielerlei Hinsicht, klar, der neue Trainer ist da, bringt sein neues Trainerteam mit. Das sind neue Abläufe, die geschaffen werden müssen, aber natürlich auch das, was drumherum passiert, die Regeln, die aufgestellt worden sind, die neuen Konzepte, die angegangen werden müssen, aber die natürlich auch Zeit brauchen, also sowohl auf der Ebene für den Trainer als auch für Sebastian Kehl, muss man den Ganzen einfach Zeit geben. Das ist ein Prozess, der entsteht und sowohl auf dem Platz als auch neben Platz und das ist wichtig. Und die ersten 5-6 Wochen waren eben wichtig, um das kennenzulernen, aber das auch zu verinnerlichen, das dauert eben auch seine Zeit und das wird sich jetzt auch zeigen, wenn wir in den Spielbetrieb kommen und, dass wir das einfach dann auch umsetzen. Schön, dass es wieder losgeht. Wir wollen das Thema Neuheiten noch einmal aus unserer Brille ein bisschen betrachten, allerdings mit einem kleinen Augenzwinger. Alles glänzt, so schön neu. Der Sommer bei Borussia Dortmund, geprägt von Veränderungen. Die wichtigste, ganz gewiss, BVB Total heißt jetzt BVB TV. Ja, was ist denn hier los? Okay, personell gab es noch ein paar Neuzugänge und Rückkehrer, auf wie neben dem Platz. Und das mit bereits durchschlagendem Erfolg. Auch das Stadion hat sich frisch rausgeputzt. Vor allem der Weg durch die Katakomben und den Spielertunnel hinaus aufs Spielfeld. Aber kaum eine Veränderung symbolisiert den Umbruch in Dortmund so sehr wie das neue BVB TV. Und ihr dürft euch schon jetzt auf viele neue Formate freuen. Ja. Ja, klasse, Mario. Ja. Zorg. Geht gar nicht. Ja! 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 3 Wettbewerbe. 2 Euro. 1 Sender. Holt euch BVB TV. Ja, ich denke, es ist alles gesagt worden jetzt gerade. Aber wir verraten noch nicht, was es mit Zorg auf sich hat. Das wird das nochmal All das und viel, viel mehr erfahrt ihr in den nächsten Wochen und Monaten bei BVB TV. So. Und natürlich auf den sozialen Kanälen. Ja, die 3 Wettbewerbe waren am Montag allerdings mal schon mal kurz in großer Gefahr, so würde ich es mal ausdrücken, oder? Wie hast du den Pokalkrimi erlebt? Ja gut, am Ende natürlich mit einem glücklichen Weiterkommen für uns natürlich, aber ich glaube im Großen und Ganzen war es dann auch irgendwo verdient, aber so wie es dann abgelaufen ist, mit den beiden Toren in der Nachspielzeit. Ich glaube, wir wussten, dass es schwierig wird, definitiv in Fürth, die schon im Spielbetrieb sind. Nichtsdestotrotz, wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind und das ist das, was zählt. Ja, das war wirklich ein Zitterspiel und wenn es 3-0 in der Halbzeit gestanden hätte, wäre es ja auch okay gewesen. Ne? Ja. Vorfreude klang ebenfalls auch im Beitrag an. Du gehst jetzt schon in deine 10. Bundesliga-Saison, das muss man sich mal vorstellen. Wie groß ist da vor dem Start noch das Kribbeln, die Aufregung, die Vorfreude? Ja, natürlich nicht wie bei meiner ersten Saison, ist natürlich was anderes, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine Vorfreude, gerade wenn man eine lange Vorbereitung hatte, gerade wenn man weiß, dass die Saison einfach auch wieder alles Mögliche mit sich bringt und wir natürlich auch möglichst erfolgreich spielen wollen. Von daher, die Vorfreude ist da und ist immer gut, wenn es dann wieder losgeht, gerade wenn man so eine lange Zeit mit der Vorbereitung hatte.
Schönes, volles Stadion. Der Rasen ist top, also von daher. Hast du alles? Ich habe alles soweit unter Kontrolle. Blitzeblank sauber gemacht. Aber das darf ich jetzt, wenn, oh, wenn das unser Rasenwart hört. Der bringt uns beide um. Nein, er hat alles im Griff. Ja, ist schon toll. Ja, jetzt ist der Moment gekommen. Wir gehen in den Zweikampf. Die Jungs haben sich auch da was Neues einfallen lassen. Es gibt jetzt einen neuen Beitrag, der heißt Dönekes mit Fritz. Wir bekommen jetzt also drei Geschichten von unserem Fritz erzählt. Und die sind wahr oder unwahr. Gelb ist für wahr. Gelb ist wahr, okay. Und schwarz ist für unwahr. Okay. Dönekes mit Fritz, die erste. Ich bin mächtig gespannt. Ja, das erste Bundesligaspiel gegen Leipzig fand 1993 statt. Der BVB verlor hier damals gegen den VfB Leipzig durch ein Tor von Rische mit 0:1, obwohl die Sachsen sogar zwei Platzverweise zu verzeichnen hatten, brachten sie den Sieg über die Zeit. Boah. Weißt du, was das Schlimme ist? Der erzählt die Geschichte. So glaubwürdig, also, ne? Das, ja, selbst wenn das falsch ist. Genau, dass es eigentlich richtig sein könnte. Ich bin dafür, dass wir da einen anderen nehmen, der ein bisschen mehr Gefühle zeigt. Gelb ist wahr. Schwarz ist unwahr. 3, 2, 1. Ja, das stimmt tatsächlich. Und das war der erste Leipziger Sieg in der Bundesliga. Was? Das war so eine Story. Okay. Aber ich finde das auch gar nicht zum Lachen. Ja, im Rückspiel siegte der BVB 3:2 dank zweier Vorlagen von Rodriguez, einem Argentinier, der damals bei uns spielte. Er ist leider nicht so lange beim BVB gewesen, aber die Familie ist hier geblieben und hat im Süden der Stadt ein argentinisches Steakhaus, was sie heute noch betreiben. Guck mal, was der für eine Mimik und Gestik hat. Der macht gar nichts. Ein argentinisches Steakhaus im Süden. Gibt es noch? Rodriguez. Gibt es noch? 3. Ja, okay. 2, 1. Was machst du denn? Ja, ich wollte gelb sagen. Okay. Ja, wäre sicherlich schön, aber es ist nicht so. Die ja. Geschichte ist falsch. Du gibst das Steakhouse nicht mehr, oder wie? Dann sind die Steaks ausgegangen. Ich führe, sollte oh ich mein meine Gott. Erfolgsserie gegen Mario was, fortsetzen können? Was haben wir noch? Einen, oder? Noch einen. Oh, kann ich ja schon gar nicht mehr. Konzentration. Dönekes mit Fritz, die dritte. Ja, Leipzig hat in der Bundesliga noch nicht eine solch große Tradition, aber der VfB Leipzig war der erste deutsche Meister und mit 3 Meistertiteln in den ersten Jahrzehnten sogar der Verein, der die meisten Titel gewonnen hatte. Was? Was? Die wissen schon, dass wir nicht gegen VfB Leipzig spielen. 3, 2, 1. Das gibt's doch nicht, Herr Dudowine. Ja. Das stimmt. Ja! Bis 1925 3 Meistertitel gewonnen, dann vom ersten FC Nürnberg abgelöst worden. Du bist ein so gern gesehener Gast im Bayer das Magazin. Und selbst in der Jubiläumssendung lässt du es dir nicht nehmen, mich gewinnen zu lassen. Essen geht heute Abend auf dich. Das haben wir ja vorher besprochen. Ach, es macht wirklich richtig Spaß, auf den Monitor zu schauen. Dir auch, ne, Mario? Nobby 2, Gäste 0. Ich bin in Führung gegangen und ich freue mich. Ich bin total stolz. Danke, Mario. Nochmal vielen Dank. Du möchtest mir gratulieren? Ja, wir haben das abgesprochen. Ja, letztes Jahr habe ich ja Polaroids gemacht mit meinen Gästen. Und das haben wir versteigert zugunsten unserer Stiftung. Und dabei sind 755 Euro zustande gekommen. Das wollen wir in diesem Jahr toppen und haben uns etwas Tolles ausgedacht. Die Gäste, die ins Feiertagsmagazin kommen, bringen immer etwas Persönliches mit. Das hat auch in diesem Fall Mario gemacht. Das wird er hier in der Sendung signieren. Und wir werden diese Devotionalien auf unserer Internetseite versteigern. Unter Auktion. Ihr geht also einfach auf den Shop. Dort steht Auktion.
werdet ihr diese beiden Sachen finden. Und bitte steigert mit. Es ist alles zugunsten unserer Stiftung Leuchte auf, die jeden Cent gut gebrauchen können. Kommt noch ein Stift. Ein wunderbares Trikot von Mario. Match worn, sprich im Spiel getragen. Das macht vielleicht nochmal zusätzliche 10 Cent. Das Trikot wird richtig was bringen, Mario. Davon bin ich überzeugt. Das ist einfach. Das Buch ist eine Kleinigkeit, die ich mal mit einem Partner zusammen gemacht habe. Da geht es um eine kleine Geschichte über einen Fußballer, der einen Traum hat, bei der Nationalmannschaft zu spielen und einfach erfolgreich zu sein. Und es geht um Respekt und um Anerkennung im Fußball. Und es ist eine Kleinigkeit, die mir auch sehr am Herzen liegt. Tolle Geschichte. Das versteigern wir. Perfekt. Auf unserer Internetseite. Ganz toll und vielen Dank, lieber Mario. Gerne, gerne. Und wir sind jetzt schon fast am Ende, aber fast am Ende. Bei jedem Heimspiel gibt es ja ein wunderbares Lied von Borussia Dortmund. Das ist das Heer BVB. Und auch wir wollen euch auf den Spieltag, auf das Spiel gegen Leipzig damit einstimmen. Aber es ist diesmal eine ganz spezielle Version. Ich habe keine Ahnung. Der Beitrag ist aber noch nicht fertig. Ja, selbstverständlich ist er. Ist er fertig? Ja, selbstverständlich. Es gibt eigentlich nur einen, der zweimal geklatscht hat, das ist Marco, ne? Wow, aber trotzdem. Marco musste doppelt dran, ne? Ja, das ist immer der zweimal geklatscht hat, warum auch. Ja, überragende Version, die finde ich natürlich klasse, die brauche ich unbedingt. Dein Lieblingslied? Also jetzt mein, also ab sofort Video mein und absolutes Lieblings-BVB-Lied, natürlich. Marco. Ja. Kommen wir noch kurz zum Spiel. Leipzig, Einschätzung. Was glaubst du? Die Jungs haben natürlich schon 4 Pflichtspiele hinter sich. Ja, die sind ein bisschen im Vorteil. Oder? Ja, ich glaube, man kann es so oder so sehen. Wir wissen, dass es gegen Leipzig generell immer ein schwieriges Spiel war, sowohl auswärts als auch zu Hause. Deswegen, wir sind auf ein schwieriges Spiel eingestellt. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns, dass die Saison losgeht, dass wir zu Hause spielen. Dann noch gegen Leipzig, Sonntagabend. Ich glaube, wir freuen uns drauf. Das wird ein sehr, sehr gutes Spiel. Wir sind guter Dinge und wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet. Ja. Wunderbar. Hoffentlich gibt es einen Sieg. Wir drücken dir natürlich die Daumen für eine tolle Saison. Danke. Drücken die Daumen, dass du dich nicht verletzt. Ja. Das ist, glaube ich, als Fußballer das Allerwichtigste. Und fangt morgen bitte direkt mit einem Sieg an. Das war's vom 100. Feiertagsmagazin. Hier, ich hoffe, ihr seid gut eingestimmt. Drückt unseren Jungs die Daumen. Und nochmal dickes, fettes Dankeschön an Mario, dass du heute gerne. An unserer Jubiläumssendung zu uns gekommen bist. Danke. Tschüss, macht's gut. Bis dahin.